Das nächste Heimspiel steht an gegen den TBV Lemgo. Wichtiges Heimspiel, vor allem nach dem Spiel in Minden und den Ergebnissen vom letzten Osterwochenende. Deswegen ist auch unser Coach wieder da. Runa, schön, dass du da bist. Wir schauen ganz kurz zurück auf das Minden-Spiel. Gut gespielt, tolle Moral gezeigt, schon in der ersten Halbzeit nach großem Rückstand. Trotzdem keine Punkte geholt. Wo war aus deiner Sicht am Ende der Knackpunkt? Ja, also wir lagen zweimal in der ersten Halbzeit vier Tore hinten gegen Minden, haben das dann aufgeholt. Ich denke, das ist normal Handballspiel, das ist so und so hin und her, aber das ist richtig, die Moral gut, man hat nicht aufgegeben. Wir sind oft genug in dieser Saison einfach hinterhergelaufen nach dem 4, 5, 6 Tore Vorsprung von unseren Gegner und versucht das einfach, das beste Resultat herauszuholen, also bezüglich auf Tortreffen. Jetzt war es so, es war ein offenes Spiel. Wir haben dann die zweite Halbzeit mit 3 Toren geführt. Leider ist das innerhalb von kurzer Zeit dann weg, auch dieser Vorsprung. Und dann haben wir relativ schnell hintereinander 3x2 Minuten bekommen. Das bedeutet, 6 Minuten in Unterzahl zu spielen war hart für uns. Wir sind dann wieder in Rückstand gekommen. Und danach haben wir auch nicht wieder in unser Spiel gefunden, muss ich leider sagen. Aber das kommt halt so. Aber mit etwas Glück hatten wir auch dieses Spiel gewonnen können. Und auch durch die Leistung von Thomas im Tor, da waren wir voll dabei. Jetzt sieht es in der Tabelle so aus. Wir sind jetzt auf den vorletzten Tabellenplatz gerutscht. Es ist aber sehr eng beieinander. Es sind 5 Teams, die nur einen Punkt trennt insgesamt. Siehst du jetzt in der aktuellen Situation bei irgendeiner Mannschaft von diesen 5 einen Vorteil, einen psychologischen Vorteil? Nein, also ich denke, wenn man Spiel gewinnt, dann ist die Stimmung besser. Wenn man verliert, ist das nicht so. Das ist einfach, das ist alles näher beieinander. Ich denke, wir müssen einfach auf das nächste Spiel schauen, jetzt gegen Lemgo. Und die Hauptsache ist, dass wir müssen gut spielen, wir müssen einfach Wille zeigen. Und wenn wir es schaffen, will es sein, dann kommt die Halle. Wenn wir gut spielen, dann holen wir sowieso die Punkte. Das ist einfach der Ausgangspunkt. Auf den Gegner schauen wir uns kurz mal drauf an. Lemgo am letzten Wochenende Überraschung geschafft gegen den THW Kiel. Zu Hause gewonnen, auch relativ deutlich. Was erwartest du für einen Gegner? Kommen die jetzt mit noch einer breiteren Brust daher, als vielleicht man vorher erwartet hat? Ja, genau so. Also mit deutlich mehr Selbstvertrauen als zuletzt. Wie sieht's jetzt aus? Was muss bei uns richtig laufen? Was muss bei uns passieren, um diesen Bock umzustoßen, sage ich mal, und dann halt eben die 2 Punkte zu holen? Also muss nicht so viel passieren. Also wir haben vernünftige Leistung gezeigt am letzten Spieltag. Wenn wir die Leistung nochmal wiederholen und ein bisschen drauflegen, dann sind wir gut dabei. Also wir können das, es geht nur darum, am Samstag abzurufen. Also halten wir fest, Leistung stimmt an sich, im Moment eher der positive Trend, was das Spielerische angeht. Jetzt haben wir wieder den Vorteil mit der Halle im Rücken. Das Spiel ist fast ausverkauft, nur noch wenige Stehplätze gibt es. Aber es gibt auch noch die Möglichkeit, das Spiel im Internet auf unserer Homepage zu schauen. Es wird live übertragen von unserem Medienpartner RTF1. Also jeder kann sich anschauen, jeder kann die Daumen drücken und dann hoffen wir, Runa, dass wir dann am Samstag mit 2 Punkten mehr von der Platte gehen. Danke dir, dass du da warst und wir sehen uns bei der nächsten Spieltagsvorschau wieder.